Konsumierst du nur Cannabis oder auch andere Substanzen? Ich trinke jetzt Bier ab und zu und kiffen seit fast 6 Monaten gar nicht mehr. Ihr seht, mein Freund, ich will mich nicht schämen, ich muss mich nicht schämen. Ich arbeite seit 2. April dieses Jahres 2-Euro-Job Streetworker, das heißt Innere Mission. Ich habe ja auch mein Namensschild, da steht Innere Mission. Die muss ich auf Arbeit tragen, dass die Gäste von uns wissen, wie mein Name ist, wenn irgendwann mal was ist. Ich habe Scheiße gebaut, bin zu den Gästen fresh, unverschämt. Können die immer noch sagen, wer ich bin. Es gibt hinter dem Parkhotel einen Wärmebus von uns, Innere Mission. Da können die Leute Kaffee trinken, Tee, die kriegen Brötchen. Die kriegen Sozialtabak, das heißt, jeder ein-, zweimal kann sich eine drehen vom Tabak. Also ich helfe in der Innenstadt. Obdachlosen, gibt ihnen Kaffee. Wir haben 5 Minuten Suppe jetzt auch gehabt, schon eine Weile nicht. Wir setzen mit denen und geben ihnen Kaffee und Tee. Die können uns fragen, ob wir mit den Ämtern helfen, vom Jobcenter, Wohnung. Es gibt bei uns für Papagei-Kaffee, wenn einer kennt, an der Brake Passbilder, dann kann man 5 bis 10 Stück umsonst bekommen. Das ist schon mal, wir gehen mit denen in Ämtern, wenn es sein muss. Polizeiliche Anmeldung, Wohnsitz, also eigentlich wir, ja. Ich darf es leider nicht, weil ich bin nur auf 2-Euro-Job. Da muss man auch ein bisschen studiert Ahnung davon zu haben. Aber sonst bin ich gerne Leuten bereit, ihnen zuzuhören, probieren zu helfen, wo es Essen gibt. In Bremen gibt es hier genug Stationen, wo man hier kostenlos essen kann. Es gibt auch welche, wo man was zahlt zum Essen. Aber man muss sehen, wie das schmeckt, ob man die Zeit hat. Und wie kam das, dass du diesen Job angenommen hast? Wolltest du das gerne machen oder wurde dir das angeboten? Das wurde mir angeboten von einem Mann und von einer Frau, die zu mir kam und die mich auch gut kannten oder kennen. Und die hatten vorher einen Junkie gehabt, ein halbes Jahr, der Scheiße gebaut hat, hat Kaffee weggekippt, hat nebenbei Drogen gekauft, verkauft und die Polizei hat dann angerufen, ein halbes Jahr und dann kam Lisa und Christian bei mir vorbei und haben mich gefragt, ob ich den Job haben will, machen würde, habe ich gesagt, sofort. Dann bin ich zum Jobcenter gegangen, Arbeitsvermittler, und der hat mir erstmal 1 Jahr genehmigt, bis nächstes Jahr. Und wenn ich gut bin und den Job mir weitergefällt und die, dann werde ich vielleicht noch nächstes Jahr 1 Jahr dazu bekommen. Und warum nicht? Ich kriege mein Bürgergeld, 265 Euro nebenbei noch von Innere Mission, wo ich arbeite. Und habe fast meine 800 oder ja, fast 800 Euro jeden Monat. Und das ist gutes Geld. Wenn man weiß, was man damit mit anlegt oder keine Drogen nimmt, ein bisschen Alkohol trinkt und Klamotten kauft, kann man leben. Also ich kaufe mir jeden Monat schöne Turnschuhe. Ich habe mir vorletzt jetzt 3 Turnschuhe nagelneu gekauft und ich bin mit denen zufrieden. Die Hose, einen schönen Hemd habe ich mir gekauft, einen schönen Pullover. Also ich gehe jeden Monat und kaufe so für 100, 150 Euro mir Klamotten. Und das reicht, ich komme damit klar, muss ich auch klarkommen. Ich kriege auf meine Arbeit ein Frühstück, Kaffee, Brötchen und Mittagessen kann ich auch. Mache ich selten, weil mein hier im Wärmebus ist nicht weit von hier, kann ich Kaffee trinken, wie viel ich will, bis der Blutdruck steigt. Und mir gefällt die Arbeit auf jeden Fall. Verheiratet, Freundin, Kinder? Nein, ich bin ledig seit, von Berlin nach Bremen ledig, hatte, war mit einer deutschen guten Frau zusammen, an Petra, schöne Grüße an Petra, wenn sie das irgendwann sieht oder ich ihr das zeigen kann, waren wir zusammen fast 5 Monate, 4, 5 Monate und wir sind jetzt seit eine Woche jetzt auseinander und das ist jetzt für immer, wir waren schon 3-mal so zusammen, sind immer wieder auch zusammengekommen, wir lieben uns beide, sie liebt mich leider nicht mehr, sie hat einen Hass auf mich. Ich liebe die Frau immer noch und ich habe ihr auch gesagt, wenn wir auseinandergehen, Petra, für immer werde ich dich immer lieben und mein Herzen und ich werde auch solo bleiben. Ich suche mir jetzt keine andere. Ich hoffe zu Gott oder zu mir, dass ich wieder mit ihr zusammenkomme. Ich liebe die Frau über alles, weil sie ist 53 wert und ich dachte, eine Zukunft beide aufzubauen, ihre Seite, meine. Aber leider gibt es ein Sprichwort, die Karten drehen sich, ändern sich irgendwie. Ne? Es ist traurig, vielleicht kommt man wieder zusammen, wenn nicht, dann bleibe ich alleine. Du musst auf nichts antworten, was ich frage. Aber mir ist es wichtig am Ende, dass ich meine Arbeit habe. So habe ich meine 3 Stunden, 2, 3 Stunden, 6 Stunden was zu tun. Habe einen klaren Kopf, muss ich immer an sie denken. Ja, ich,
ich habe gesehen, Alex arbeitet ja auch auf dem Bau. Freut mich, Alex. Er sieht, er macht nebenbei die Videoreportagen. Da muss man auch einen klaren Kopf an und Zeit, jemanden aufzunehmen und bearbeiten zu Hause. Freut mich, Alex, auf jeden Fall. Danke. Kiko, wie kam das, dass deine Freundin Hass auf dich hat? Also wenn du nicht willst, musst du nicht antworten. Ja, wir haben uns nicht mehr gut verstanden, weil sie im Haus von ihrem Ex wohnt da noch. Und ja, sie ist fast jeden Tag nach oben gegangen, hat ihn besucht mit 74. Ich meine, ist okay, kann man machen, aber jeden Tag... Was meinst du mit 74? Also ihr Ex-Freund ist Rainer mit 74, der wohnt über ihren Haus. Der ist 74 Jahre alt. Und meine ist 53, sie geht fast jeden Tag nach oben, besucht ihn, sitzt eine halbe Stunde, 10 Minuten, trinkt einen Kaffee, rauchen eine. Was da wirklich abgelaufen ist oder was da läuft, kann ich nicht sagen. Sie sagt, da läuft nichts, Schatz, ich liebe nur dich. Jeder Mann oder jede Frau würde eifersüchtig sein. Ja, verstehe ich. Wenn ich das machen würde mit ihr, würde sie auch irgendwie denken. Und dann, ja, und diesmal hat es wirklich geknallt. Das hat mir überhaupt nicht gepasst, dass sie sowas macht. Wir haben darüber geredet. Und dann war sie 2 Wochen nicht bei ihnen und jetzt ging es wieder los und ich mache mir Sorgen und alles, ja, aber man denkt immer was anderes, klar, die Leute, die, jeder eine Frau hat, eine Freundin, würde man auch nicht gut finden, dass es passiert. Mal kann man nach oben gehen, sagen, hallo Rainer, oder er kommt zu uns nach unten, er ist noch nicht einmal nach unten zu uns gekommen und hat uns besucht, Kaffee zu trinken, eine rauchen, sie geht da und ja, ich habe ihr gesagt, so oder so. Sie wollte das nicht und darauf kam der Streit, heute auf morgen und dann habe ich gesagt, ich habe sie verlassen, ich habe eine WG, wo ich wohne und das reicht mir. Ich ziehe mich dahin, was sie macht, soll sie machen. Sie hat gestern mich angerufen, was gibt's und so und ich habe gesagt, gar nicht, ich habe aufgelegt, weil ich will einfach meine Ruhe, habe mein Handy ausgemacht und das ist das Beste für mich, weil wenn sie das so will, hat sie das Ding bekommen, sag mal so, es gibt genug Frauen. In Bremen gibt es genug, in ganzer Welt gibt es hübsche Frauen. Man muss offen und ehrlich sein und nicht lügen. Wenn man nicht ehrlich ist, bringt das keine Beziehung. Ich war immer zu ihr ehrlich und offen, habe sie nie betrogen. Sie weiß, wo ich arbeite, sie hat mich besucht und alles Ding, aber so kann man das nicht. Irgendwann sind auch die Nerven blockiert, ist so, mein Fans. Fico, ist Fico dein echter Name? Nein, das ist mein Künstlername, seit ich 18, 21 war, habe ich den Namen genannt. Mein richtiger Name ist Fikret. Ich bin Bosnier. Ich sei 77 hergekommen mit meiner Mutter nach Berlin. Und ich kenne Berlin auswendig. Es ist eine schöne Stadt, wo ich herkomme. Rennignow ist auch eine schöne Stadt. Wir haben gute Kumpel, wir trinken ein, wir kiffen. Wir ziehen die Nase, haben sie früher alle so ein bisschen gezogen. Fußball haben wir viel gespielt. Aber ja, es kam auf einmal dazu und ich bin dann weggegangen und Player 51 hat dann mit Master G, ich weiß nicht wie lange, sein letztes Jahr oder was, oder dieses Jahr, immer eine Sendung gemacht zusammen. Dann hat Tanju wieder alleine irgendwas gemacht, hat gegen mich einen Diss gemacht und ja, ich habe zurückgedisst. Und dann jetzt seit 2 Monaten haben wir gar nicht mehr zusammen telefonieren nicht. Wir haben so 3-4 Wochen telefoniert, aber dann auf einmal nicht. Tanju macht nicht mehr die Sendung, 51 TV, er arbeitet als Security, wohnt mit seiner Frau zusammen schon lange, hat eine Tochter. Er ist erwachsen geworden. Tanju ist, glaube ich, jetzt auch 46, glaube ich, so runter. Ja, man ändert sich in dem. Irgendwann begreift man nicht, kostenlos umsonst eine Sendung zu machen. Ist auch nicht besonders. Man muss auch daran was verdienen. Wenn man für jemanden was macht, das lohnt sich, macht man eigentlich aus dem Kuchen eine Hälfte, Hälfte. So kenne ich das. Fico, kurze Frage. Du hast gesagt, wir haben zusammen gekifft und Nase gezogen. Warst du damals stark drogenabhängig? Nein. Nein? Ich habe ab und zu mal Koks gezogen, alleine oder mit meinen Kumpeln in Bremen auch. Aber von Bremen mache ich jetzt seit 5-6 Jahren überhaupt nicht. Kein Koks mehr. Wie ich sage, 6 Monate jetzt ungefähr oder 6 sind es mit Kiffen. Ich trinke ab und zu wie heute 2 Bier, aber sonst gar nicht. Ich trinke auch nicht mehr wie früher 5-6 Bier oder jeden Tag, wenn ich Durst habe. Und wenn dann draußen, weil meine Frau oder meine Ex das nicht will, dann gehe ich auch in den Park und setze mich hin, 2-3 Bier, aber dann bin ich auch nüchtern.
weil ich kann es nicht erlauben, auch wegen meiner Arbeit, ein bisschen klar zu kommen. Ne? Du siehst ja oft Leute, die stark drogenabhängig sind, ne? Wegen deiner Arbeit. Ja. Wie findest du das, dass die Drogen das Leben zerstören oder bist du einer, der jetzt ab und zu mal konsumiert? Nein, nein. Also ich habe ja mit, wenn einer kennt in Bremen, die Neustadt, Luziplatz, Junkies, die einen von innerer Mission 8.000 bis 10.000 einen öffentlichen Container haben, da können die drinnen chillen. Es gibt welche, die ziehen Nase, Schorre, es gibt welche, die rauchen Blech, es gibt welche, die sich spritzen. Da sind Frauen und Männer gemischt, Araber, Türken, Syrier, Russen, Tschetschenen, also sagt man so in schwarze Somalier, die wirklich jede Droge probieren oder haben das probiert. Ich sehe es nicht so, ich habe bis jetzt noch keinen Junkie gesehen, muss ich ehrlich sagen, der sich eine Spritze reingeballert in die Venen, sondern der die sitzen und rauchen ihren Schorre, Nase oder rauchen das auf der Folie oder es gibt welche, die... Aber das macht ja stark abhängig. Das macht richtig abhängig. So wie ich weiß, bei Schorre ist es so, wenn du ein paar Mal ziehst, musst du auf jeden Fall einen Arzt suchen, der dir Methadon gibt. Methadon ist Absatz von den Schmerzen, von den Drogen. Es kommt darauf an, auf 10 mm, 15 mm. Es kommt immer darauf an und du wirst irgendwann runtergesetzt. Und wenn du Methadon nicht nimmst, zitterst du. Du hast richtig Schmerzen an die Knochen, du zitterst, Schweiß, weil du diese Schmerzen nicht aushältst, weil du die Drogen nicht hast. Dieses Absatz Methadon. Jetzt ist irgendwie Crack in der Nähe und die ziehen sich hier Koks in der Nase. Also es gibt im Bahnhof, hinterm Bahnhof sind welche. Auf jeden Fall jetzt bei uns vor 2-3 Wochen hier in unserem Park, Mandela Park, wo der Elefant ist, sind jetzt auch welche. In Gröpeling Endstation gibt es von uns ein Zelt, der wurde aufgebaut. Einmal ist das Zelt abgebrannt mit die Dixie-Toilette. Haben wir wieder hingestellt, ich und mein Arbeitskollege wieder. Und jetzt ist, glaube ich, schon das dritte, vierte Mal ist das Zelt drinnen abgebrannt, die Bänke. Wie sowas passieren kann, kann man sich nicht vorstellen. Ich sag mal, der Gott hat euch ergeben, die Mutter hat euch geboren, großgezogen, man muss seinen Körper nicht total kaputt machen. Die wissen gar nicht, was später auf die kommen. Wenn die 20, 6 sind, machen sie sich keinen Kopf. Aber irgendwann fängt es an, die hauen sich die Spritze in die Beine rein, in den Körper, man sieht Löcher. Irgendwann können die nicht mehr richtig laufen, die Beine, diese Schmerzen. Wenn ein Junkie, sag ich mal, kein Geld bekommt vom Jobcenter, dann probiert er zu klauen, wie er was kriegen kann, verkauft, dass er auf jeden Fall seine Genre bekommt oder andere Drogen. Und das sind für mich Zombies, Menschen. Das sind keine Menschen. Man muss sich nicht den Körper verballern und sich töten, was die machen. Es tut mir weh, wenn ich sowas sehe. Gerade Jungs und Mädchen, die am Bahnhof sind und schnorren, hast du ein bisschen Geld. Oder gehen mit irgendeinem Gebüsch, machen Sex für Geld. Man muss es nicht. Gerade eine Frau, die sowas macht, das ist in meinen Augen nicht mehr normal. Aber die müssen selber wissen. Irgendwann, ich weiß, dieses Jahr sind bei uns von der Obdachlosigkeit, die erfroren sind oder krank waren, sind dieses Jahr, ich glaube, 6-7 Leute gestorben. Hintereinander wie Käfers. Und dann wird im inneren Bus bei uns wird ein Bild aufgehangen und dann gibt es eine Trauerandacht. Dann kommt eine Pastor oder Pfarrer, macht eine kurze Ansage für die. Und ja, und dann gibt es im Walle, wenn einer kann, Walle, wo der Sporthalle ist, gibt es einen Friedhof. Da wurde Jonas, der ehemalige Streetworker von Papagei Café, der ist in der Rente, gibt es so eine Bücher und da werden in so eine Bücher reingemacht. Und dann gibt es ein Frühstück mit Brötchen, Kaffee und so. Das ist eine Trauerfeier. Viele kommen besoffen an und viele wollen nur essen, gehen da nicht mit und auf dem Weg. Und was wird in die Bücher reingemacht? In die Bücher werden die Toten reingemacht, was? Also die Asche. Also eigentlich. Aber ich glaube, so wie ich weiß, gibt es da keinen Platz jetzt. Ja, es sind verschiedene Friedhof auch. Es liegt immer an die Eltern oder Tanten, wo die ihn hinwollen, dass der Sohn hinkommt oder die Tochter. Oder der Bruder will, dass er dann sagt, okay, er wohnt im Wadde, da kommt er rein. Oder nach Achim. Das liegt immer noch an die Verwandten. Und wenn die auch niemanden haben mehr, dann werden die auf jeden Fall im Walle, glaube ich, so ich weiß, bestattet. Kommt eine Person oder ein Pfarrer, der das macht, dann wird der Mann Kerze angezündet und man denkt an ihn. Und es gibt in Bremen auch von uns innere Mission, Leute, die wirklich gekannt haben, geliebt haben, machen die jedes Jahr ein Trauer.
dann kommen die Leute hin und trauern über ihn wirklich nochmal nach. Wie er war als Mensch, ein Korrekter, mit dem hat man gesessen, Bier getrunken. Man hat ihn wirklich wie ein Bruder zu sich genommen. Aber Leute, die man so nicht kann, viele Polen sind hier in Bremen obdachlos. Winter kommt jetzt bald, alle probieren überlegen. Ja, es gibt Zivilhaus, Wohnstelle, die vermitteln Menschen, die vom Jobcenter Geld kriegen, ein Hotel, Pension, wo die überhaupt schlafen sind. Aber die Situation ist jetzt, Alex, es ist alles belegt. Zivilhaus, Wohnstelle, zentrale Wohnstelle, die helfen dir. Es ist alles, Leute, glaubt mir, voll. Ich weiß, vor ein paar Jahren waren 1200 Obdachlose in Bremen. Das kann sein mehr, ich weiß, diese Information kriege ich auch nicht. Ja, es ist schade, wenn sowas passiert. Manche sind jung, 20, 56 und haben ihr Leben eigentlich, sag ich mal, verloren. Bei den Junkies gibt es auch, man kann sich therapieren lassen, man geht Klinik Heines und so, man kann Entgiftung machen, 4 Wochen. Dann wird der Körper gereinigt und alles und dann kann man eine richtige Therapie machen, ein Jahr, ein halbes Jahr, vielleicht länger, wenn man will oder wenn es geht, dass man das macht. Und das liegt auch an die Versicherung, OK. Also ich weiß, wenn man 4 Wochen Entgiftung macht, sind das zwischen 5.000 bis 6.000 Euro, was das Amt zahlt und das ist viel. Und dann gehen die Leute da rein, die Frauen, die Jungen sagen, ey, wenn ich rauskomme, nie wieder werde ich was machen. Und dann sieht man die in der Woche, weil die wieder in diesem Punkt gehen, die gehen wieder immer zurück zu ihren alten Leuten und die sehen dann, machen mit. Am besten ist, wenn man das alles durchgezogen hat, rate ich euch, gar nicht mehr zu den Leuten hingehen, sondern ein eigenes Ding, eine Wohnung zu suchen, Arbeit. Und dann schafft man es auch, dass man in dieser Situation, wo man war, ich weiß, es hart, nicht mehr hingeht zu seinen Kumpels, Freunden, sondern einen eigenen Weg machen und Menschen oder Kumpel zu treffen, die ein bisschen was trinken, aber nicht mit Drogen zu tun. Man schafft alles. Man sucht sich eine Frau, die vernünftig ist, und eine Frau meint es immer im Guten. Also meine hat es am Anfang auch gut gemeint und ich mit ihr, aber leider wurde das Spiel andersrum gedreht. Und ja, hast du noch ein paar Fragen, Alex, kurz? Was? Ja, Moment. Reicht das? Danke dir für deine Zeit. Denk, gerne. Wenn du vielleicht noch magst, du hast ja früher etwas gerappt, kannst du vielleicht zum Schluss irgendwie 8 Zeilen raushauen oder so? Ja, Echo Beko, du siehst aus wie ein Eiswürfel. Du hast vergessen, wer die Chance gab, das war Savas. Savas hat dir nur eine Chance gegeben und du hast es nicht wahrgenommen. Peace an Echo Fizi, an alle und zu Kuh Savas auch. Oder ich schreibe einen Text, wie verhext in deine Gedanken immer wieder zu nieder, nassen nieder, was ich meine, hab eine Menge Gedanken, die mich umfassen. Das ist auch ein guter Song. Oder Schwester Eva, wer die kennt, oder Vis-a-vis, Morcherie, hab auch einen schönen Liebessong für sie gemacht, China-Song. Man kann alles von mich noch hören. Ich danke Alex, dass er mich aufnimmt und ich werde Alex probieren, auf jeden Fall ihm zu helfen, Like zu geben, auf Facebook rüber zu machen, wenn er mir das rüberschickt. Und für ihn auf jeden Fall dicken Werbung machen, dass es für ihn lohnt. Das ist, man freut sich, jeder freut das, sich, wenn man das macht. Das ist nicht so wichtig, Fico, danke schön. Ich würd sehr gerne deinen Kanal oder Video wenn Alex bei mir hat, vorzeigen. Aber wie gesagt, werde ich gerne Alex auch meine Handynummer geben, dann können wir gerne in Kontakt bleiben, würde mich freuen. Vielleicht, wenn Alex Zeit hat in Bremen, treffen wir uns irgendwo, trinken vielleicht ein Bier oder sitzen und reden, vielleicht ein bisschen Videos noch was machen, bin ich gerne bereit, meine Nummer hinzugeben, er seine, und dann kann man gerne in Kontakt bleiben, was gibt's, und Alex und dies und das, das kann man machen, warum nicht? Hast du Instagram? Nein, gar nichts mehr, Alex, gar nichts. Am besten, nur noch Facebook. Am besten wieder Instagram einführen, da kann dich jeder privat anrufen durch Insta, weißt ja, du? Ja, ich weiß. Facebook hast du. Wie heißt du auf Facebook? Ich heiße Fikret Babic. Auf Facebook hatte ich auf Facebook so. Oder Fikret Babic oder Babic Fikret. Ich habe 2 Dinger. Müsst ihr mal gucken. Und dann kann man mich auch anschreiben, mit mir Nachrichten schicken. Freundschaftsfrage, wenn ich sie besteht, ihr gerne, würde ich das machen. Das liegt, es ist kein Problem, wenn ich sowas machen würde, gerne. Oder ich schreibe einen Text, wie verhältst du deine Gedanken immer wieder zu nieder, lassen nieder, was ich meine, hab eine Menge Gedanken, die mich umfassen. Echo Beko, du siehst aus wie ein Eiswürfel. Du hast vergessen, wer die Chance hat, das war Savas. Savas hat dir nur eine Chance gegeben und du hast es nicht wahrgenommen. Peace an Echo Fizi, an alle und zu Savas auch.